Ich schon mein Benzer, ich chillen auf der Motorhaube. Boom, das ist mein Auto, ich chill hier drauf, springe wie der Nikolaus. Was geht ab, meine lieben Freunde, der Peter Hüni und herzlich willkommen zum nächsten GTA A3 Let's Play. Autobahn A3 Let's Play. Ja, Freunde, heute geht's weiter mit der nächsten Mission. Und zwar, ja, könnt ihr dreimal raten, welche, die wir das letzte Mal verkackt haben. Bei der Angelina, oder wie die heißt, Alter, die Oramadei. Sayonara, Salvatore. Da müssen wir, ja, ihr habt gesagt, fahr mal lieber mit dem Auto rüber. Ich bin ja mit dem Schiff rübergefahren, mit dem Boot, mit dem Böten-Boote. Und hab dann richtig Arschkarte bekommen. Oh, diesmal kein explodierendes Auto von mir. Okay, dann nehmen wir diesmal hier unseren dicken Benzer CLS AMG C63 AMG. Und damit fahren wir jetzt mal rüber. Yakuza Mafia! Eieiei! Ja, Freunde, also sonderlich schneller ging das jetzt nicht. Ihr könnt ja mal oben rechts auf die Zeit achten. Also viel Unterschied war da jetzt nicht so. Okay, müsst ihr jetzt aufpassen. Wir dürfen jetzt hier nicht entdeckt werden. Okay, das ist jetzt wichtig. Ich schwör's dir, heute wird mir kein Pech passieren. Heute wird alles glatt laufen. Oh nein, wenn du vor Luigi's Club hängst, bemerken sie dich. Ja, was soll ich denn machen, Digga? Hä? Ich dachte, ich soll dahin und den töten. Oh, hast du gehört? Digga, was ballern die auf mein Auto? Sind die behindert? Polizei, mach was! Hallo! Macht was! Ey! Polizei! Polizei! Ey, sag mal, wen wollen die hier verarschen, Alter? Was ist das denn für ein Spasti mit seinem Baseballschläger? Verpiss dich! Lass mich doch mal in Ruhe, Mann! Hoffentlich fällt die Laterne auf deinen Kopf! Ey! Was ist das, Mann? Kleiner Pisser! Gib den Bomben! Komm! Jawohl, der ist weg. Da kommt noch sein Bruder dazu. Verpiss, lass mich doch mal hier los, Mann! Ey, wie der mich abfuckt, Alter. Ich schwör's dir, ey. Ja, piss, wie schluckt er denn vor allem auch noch, Mann? Ich geb dem 30 Bomben, der liegt einfach nicht. Ey. Was ist denn jetzt los? Oh, jetzt kommt der Luigi raus. Ey. Ey, mein Leben! Kopflos, Digga, der ist weg. So. Hier, überfahr den Hund. Überfahr den doch, Mann! Ja, komm. Okay, was? Ja, wo ist denn jetzt der Luigi? Wo war das denn? Warum wird mir nichts angezeigt auf der Karte? Warte mal, warte mal. Wir waren doch gerade auch hier irgendwo. Hier irgendwo muss das doch sein. Ey, sag mal, warum wird mir denn nichts auf der Karte angezeigt, Leute? Kann mir das jemand mal erklären? Und warum wird mein Auto wieder so abgeballert hier? Salvatore verlässt jetzt Luigi's Club. Okay. Okay, Leute, jetzt. Wir machen das jetzt. Wir dribbeln jetzt, okay? Der verlässt jetzt den Club, okay? Wir müssen jetzt hier kurz warten. Der kommt gleich. Sollen wir uns mal langsam rantasten oder nicht? Ich höre die ganze Zeit diese scheiß Musik. Wir müssen ein bisschen leiser machen hier. Das Gameplay ist immer so laut, Alter. Wir fahren mal ein bisschen vor. Ich guck mal so um die Ecke. Oh, oh, da kommen die. Wenn jetzt da steht, du wurdest entdeckt, ich fress einen Besen, Digga. Ja, super. Wir hätten den noch eigentlich holen müssen. Ja, mein Auto ist auch noch fast am explodieren, Digga. Warte. Ah, Junge, hier. Jawohl, umfallen. Oh nein, nicht gut. Nicht gut. Halte! Halte! 24 Leben! Massenkarambolage! Steig aus! Yalla, yalla, yalla! Was geht denn hier ab, Alter? Alle wieder am Schreien. Boah. Aber egal, wir leben noch mit 24 Leben. Wir müssen jetzt Warte, Abkürzung, 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 Leute. Ah, die rammen mich. Oh, die sind immer noch da, die Mafiosis, oder was? Ey, die haben das heftigste Auto, die sollen mal weggehen. Frage ist, wohin ist der jetzt hingefahren, der Typ? Salvatore sitzt bequem zu Hause und schlackt seine Eier, Mann. Alter. Ich dachte... Oh. Ey, das ist doch echt schlimm, das ist echt schlimm, Alter. Mann, ey, diese Mafiosis sollen mich einfach umbringen, Digga. Bring mich bitte um. Jawohl, guck mal, wie ich fahren, Digga, die Idioten. Komm, schieß mich. Ja, komm, schieß mich ab, bitte. Jawohl. Ich könnte kotzen, Digga. Ich könnte kotzen, Alter. Ich werde den jetzt direkt vor seinem Club, werde ich den überfahren. Ey, Freunde, wisst ihr, was wir eigentlich vergessen haben? Ich habe komplett den Ammunition Shop vergessen, Alter. Wir brauchen erstmal eine dicke Knarre. Aber bei meinem Glück, ich gehe da rein, da steht drauf, Waffe ist nicht verfügbar. Wisst ihr das noch? Oder immer stand... Oh! Granate, alles hier. 10.000, ja, Bruder, nehme ich mit. Dicke AK nehme ich auch mit. Leben nehme ich auch mit Panzerung. Und das nehme ich auch mit.
Das ist das Starterpaket für kein Pech. Nochmal leben, komm. Wir haben genug Kohle, wir können es das doppelt dreifach kaufen hier. Meine Güte, oh mein Gott. Ey, warum mache ich das denn nicht direkt? Digga, wir müssen den Sniper, wir können den mit der Sniper holen, Alter. Ich gehe kaputt. Ich werde den so, oh mein Gott. Ab jetzt kein Pech mehr, 100% versprochen. Boah, was ist da mit dem Wasser los? Guck mal hier, das Wasser. Seht ihr das? Das Wasser geht über einen Steg drüber. Ich fahre jetzt mit dem Boot drüber. Ist mir scheißegal, Digga. Der Boot ist schneller. Ey, ich sehe schon kommen, Leute. Ich sehe schon kommen. Ich sehe es jetzt kommen, Leute. Mit Ansage. Wir sterben. Wir sterben! Oh mein Gott, boah. Ey, wie schwer das ist, vom Boot rüberzukommen, Digga. Ich fahre nicht mehr mit Booten in dem Spiel. Das ist ja nicht mehr normal, Alter. So, wir fahren jetzt zu Luigi. Ich werde den so von Weitem mit der Sniper in die Fresse ballern. Oh mein Gott. Das wird jetzt gleich richtig geil werden, Leute. Wir werden jetzt kein Pech haben, 100%. Wir haben krasse Waffen. Wir haben krasses Leben. Das ist das Anti-Starter-Paket für Pech ohne Ende. Was laber ich da? Keine Ahnung. Dicke Taxi, komm her. Hey, that's my car. Okay, Leute, guckt euch das jetzt an. So, wir haben jetzt hier unser Wagen. Chillen jetzt hier. Dicke Sniper. Oder sollen wir eine Granate werfen? Ich weiß es nicht. So. Komm her, Luigi. So, gleich verlässt er den Club. Ich werde den schön von hier. Wie zieht man nochmal damit mit der Scheiße? Warte. R1. Ach du Scheiße, was ist das für eine Steuerung? Ach du Scheiße. Safe, ich werde jetzt verzielen, Alter. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Warte, wieso mich? Wieso mich? Wieso mich? Viereck. Schießen tun wir mit Kreis. Okay. So. Komm her, Luigi, Alter. Komm her. Jetzt werde ich den holen zu 1 Million % vorm Sexclub, Alter. Die Oma, ich hoffe, steht mir die Oma gleich nicht im Weg. Da kommen doch die Mafiosis, da sind sie. Ja, ja, komm, komm. Man hat dich entdeckt. Salvatore? Oh nein, wie, man hat mich entdeckt? Auf mich schießt doch keiner. Was macht die? Oha! Nein. Ey, nein. Hallo? Hallo? Ich kann nicht aufstehen! Hallo! Was soll die Scheiße denn, Mann? Hallo! Alle Waffen, die ich gekauft habe, habe ich jetzt umsonst gekauft. Alle sind weg. Alle Waffen sind weg. Ich schwör's dir, Digga, Alter. Ohne Witz. Ey, es ist schlimmer als... Es ist wirklich schlimmer als Vice City. Ey, was war das? Ey! Ich stand 15 Meter da weg! Wie können die mich entdecken? So, Freunde, da sind wir wieder beim Ammunition Shop. Einmal wieder alles kaufen. So, die AK noch. Ich gehe kaputt, Alter, ohne Witz. Ich gehe echt kaputt. Wir fahren jetzt mit dem Auto rüber. So, guck mal, was wir jetzt machen. Wir chillen jetzt hier an der Ecke. Da ist der scheiß Club. Die können mich jetzt niemals entdecken. Ich werde gleich einfach um die Ecke gehen und da 5 Granaten hinschmeißen, okay? Keine Ahnung, wie wir es anders machen sollen, aber es fuckt mich einfach so ab, Digga, was gerade wieder passiert ist. Der fährt genau auf mich drauf, dass ich nicht vom Wagen runter kann. Was soll das? Niemals war das geplant. Was soll denn Luigi kommen? Ich werf den so die Granaten in die Fresse, Mann. Ey, wenn jetzt diese Fischbohnen-Typen kommen, ne? Oder sonst irgendwas. Digga, was machen die hier, Alter? Guck mal, das sind normale Passanten. Wie fahren die denn Auto, Mann? Also sowas habe ich noch nicht erlebt. So, komm jetzt, Luigi, Alter. Ich schwör's dir. Boah, 5 Granaten. Ich werde die so mit Vergnügen dahin werfen, ne? Guck mal jetzt. Guck mal, wie die fahren. Was macht der da? Ist der dumm? Digga, was ist los? Salvatore für S. Lässt jetzt Luigi's Club. Okay, 1. Man hat dich entdeckt hier. Fuck you. Fuck you. Nein. Hier, Luigi. Fuck you. Nein. Schieß doch. Nein. Halt. Oh mein Gott, sag mir nicht, hier gibt's ein Dach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, super. Warte, 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 weg ist, weg ist Waffe. Schnell, Sniper, Sniper. Komm, Ziel, 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 Ziel. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was eine Position, wie krass. Alter, ich schwör's, ich bin gerade einfach in die Seitenstraße reingefahren und sehe da einfach... Digga, jetzt müssen wir treffen, jetzt müssen wir treffen, Alter. Da kommt er, da kommt er, da kommt jetzt.
Wenn er da jetzt rausgerannt kommt, dann ciao, Digga, Alter. Ich habe keine Ahnung, ob der da rausgerannt kommt oder normal. Eigentlich müsste der normal rausgehen, oder? Ja, guck mal, wie viele Mafiosis da sind. Da ist er. Ja, Alter, direkt in die Fresse geballert. Hier und dir auch noch. Oh mein Gott, Leute. Guckt euch das an. Ich schwör's euch, guckt euch das an. Das muss ich euch zeigen. Warte, warte, warte. Guck mal hier. Hier ist nämlich direkt diese Seitengasse, ne? Ich wollte hier gerade warten, wie vorhin, ne? Genau hier in der Ecke. Auf einmal gucke ich nach rechts und sehe da irgendwie diesen Holzbalken. Dann dachte ich, hä, vielleicht kann man da ja hoch. Auf einmal kann man da hoch und den holen, Alter. Jawohl, ey. Endlich geschafft, diese Scheiße, Alter. Ich drehe ja nur durch, ohne Witz. Was zur Hölle macht denn hier ein Polizei... Guck mal, ich verstehe das nicht. Was zur Hölle macht denn hier ein Polizeiauto? Ein kaputtes Polizeiauto, Digga, Alter. Hat der Typ Selbstmord begangen? Ist der da aus dem Wagen geflogen? Keine Ahnung. Aber endlich haben wir jetzt eine neue Mission, Leute. Ohne Witz, mir kommt es manchmal vor, als ob wir eine Stunde... Nee, zwei Stunden an einer Mission hängen. Unter Überwachung. Oh, okay. Ruhig bleiben, Ellie. Salvatore's death comes as pleasurable news. You're an efficient killer. I like that in a man. Ah, this ist das denn für einer? Kenji. Kenji! I have a little job for you. But when you're done, drop by my Urama place so we can talk. Urama. Just like Kenji, always trying to play with my toys. My police source indicates that the Mafia are watching our interests around the city in a bid to track you down. We cannot continue our operations until they are dealt with. Take out these spying fools and end this vendetta once and for all. Easy, wir machen dem Vendetta ein Ende, ein für alle Mal. Und ja, jetzt haben wir auch endlich mal Rüstung, wir haben Waffen. Und jetzt können wir uns an die nächste Mission wagen. Oh, es ist mit Zeit, wir haben 6 Minuten 30 Zeit, um diese drei Leute da zu holen. Okay, Leute, dann sehen wir uns gleich wieder an den einzelnen Stationen. Das sollte ja easy sein, Mann, also... Da sollte es nichts zu verkacken geben. Bis gleich. Okay, da ist der Erste da hinten auf der Karte. Was machen die denn? Chillen die da oder was geht da ab? Ja, super, Alter. Wo ist der denn? Oben? Lol. Was machen die denn da? Warte, da haben wir doch ein schönes Gerät dafür, oder, Leute? Nehme ich die schöne Sniper. Zoomen. Zoom dran. Aber wo steht eine andere? Im Busch? Oh nein. Ich hab irgendwas von Police gehört. Ja klar, war ja wieder klar, dass direkt neben mir die Polizei sein muss, Digga. Ey, wie kommen wir denn wieder hier rüber? Oh, Polizei hinter mir, stopp! Über euch! Ja! Ach du Scheiße. Zielen! Ey, der zielt nicht, ne? Was? Ich hab grad einfach R1 gedrückt, der hat den geholt, Digga, was eine Waffe. Ja, wie komme ich hier wieder raus? Sag mir nicht, da vorne war ein Eingang und ich hab den nicht gesehen. Digga, Alter, Mann, ey. Egal, Leute, den ersten haben wir schon mal. So, den zweiten haben wir hier. Komm her. Ach, Scheiße. Easy. Ach, Scheiße, hätte ich vielleicht überfahren sollen. Oh, oh nein. Schieß. Boah, Glück gehabt, Alter. Zum Glück hatten wir jetzt Waffen gehabt, Leute. Oh mein Gott. Die hat uns beide fast geholt. Was ist das denn hier? Hallo? Wow, was lag denn da schönes da? Ein verstecktes Paketchen, glaube ich. Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr raus mit dem Wagen. Doch, der Wagen schafft alles, Mann. Der hat Antritt, der hat Nitro, der hat alles. Und wir haben noch genug Leben, zum Glück. Müssen wir nur gucken, wo jetzt die Nächsten sind. Die müssten hier jetzt rechts irgendwo sein. Hä, wo sind die? Hä? Was sind das denn für Geräusche? Hört ihr das? Habt ihr das gerade gehört? Brrr. Hä? Wie soll ich die denn jetzt holen? Oh nein, ich überfahre noch den Bullen nicht, Idiot. Oh nein, jetzt kommt noch die Polizei, Alter. Mann, ey, lass mich doch in Ruhe. Hä, wo sind denn die anderen, Mann? Ich check das gerade absolut null. Sind die da auf dem Dach 100%, oder? Oh mein Gott, die sind ja echt da drüben. Hier ist ein Helikopter. Ach du Scheiße. Okay, ruhig, ja, nicht zielen. Oh mein Gott, wie viele sind das denn? Und wohin schießen die? Aber wohin gucken die? Schnell. Ein. Ja. Ja. Jawohl. Sind da noch mehr, oder was? Guck mal da. Ey, hätten... Ohne Sniper wäre das doch alles niemals gegangen.
Oh, der trifft mich, der trifft mich. Der trifft mich. Ja, let's go. Boah, geile Scheiße. Oh, was mache ich denn da? Wir können da ganz normal runtergehen hier. So, wir haben eine neue Mission freigeschaltet. Und zwar K, vielleicht im Casino. Da gibt es dicke Action im Casino. Und da gehen wir natürlich erstmal direkt hin. Ja, die zwei Leben, scheiß drauf, die wir verloren haben. So, K, nächste Mission. Ab ins Casino zu dem einen Typen da. Die Befreiung des Kanbu. Okay, let's go, Leute. My sister speaks highly of you, though I'm yet to be convinced that a Gaijin can offer anything but disappointment. Gaijin? Ah, Gaijin. Perhaps you could help deal with a situation that has me at a disadvantage. Of course, failure has its own disgrace. A Yakuza Kanbu is in custody awaiting transfer for trial. He is a valued member of the family. Break him out of custody and get him to the dojo at Bedford Point. Was will der von mir? Klau ein Polizeiauto? Ja, nichts einfacher als das, Digga. Und da kommt auch direkt schon eins. Welch ein Zufall, ne? Welch ein Zufall. Komm, Bulle, steig aus. Was? Den juckt das nicht? Jetzt aber willst du mich verarschen? Normalerweise berühre ich die einmal, die sind sofort am Ausrasten. Und jetzt? Ah, da steigt er da aus. Na, Bulle? Oh nein, ich hätte ihn nicht töten sollen. Fuck, jetzt habe ich 2 Sterne Bullen. Hau eine Bombe in den Bar. 3 Sterne Bullen. Warum kommen jetzt 3 Sterne Bullen? Hau eine Bombe in den Wagen ein. Okay, schnell, wir müssen zu dieser 8-Ball laden. Ja, Bruder, Helikopter, alles kommt. Ey, sag mal, wen wollen die verarschen, ey? Leise, leise. Mein Gott, ist das laut, Digga, meine. Diese Lautstärkenunterschiede. Wenn die reden, Alter, so leise. Und dann, wenn die auf einmal hier diese Soundeffekte machen, dann geht's hier ab. Okay, wir sollen eine Bombe. Hätte der Helikopter schon die ganze Zeit. Oh mein Gott, ausweichen, ciao. Boah, war das knapp. Wir bauen jetzt erstmal eine dicke Bombe ein bei 8-Ball, bisschen Billard oder was? Schwierige Situation. Ist das hier? Ach, scheiße. Hallo? Ey, ey. Wie komme ich denn jetzt zum 8-Ball? Guck mal, die Oma mit ihren Einkaufstüten da. Ey, wo komme ich denn jetzt dahin? Ich hätte 0 Sterne Bullen haben können. Jetzt habe ich 3, ne? Das ist zu krass. Ich hätte 0 haben können. 0. Was ist das hier? Hallo, wo ist die Scheiße, Mann? Ist das hier? Ey, das... Ey, wie... Ey, welcher normale Mensch soll hier drauf kommen, dass das da hinten ist? Oh nein, oh nein. Rein, rein, rein. Ich hoffe, die Bullen gehen jetzt weg, Digga. Weil sonst haben wir einfach die Arschkarte, ne? Nein, die gehen einfach nicht weg. Fahr jetzt zum Polizeirevier. Eier, Pay and Spray. Ist das nicht dieser... Sowas Heißes rühre ich nicht an. Ey, wen wollen die... Ey, Mann, Alter. Ja, da kommen sie alle wieder. Super. Super. Was soll ich machen? Oh mein Gott, die rennen alle schon. Ach du Scheiße, Digga. Auf einmal sind wir hier im James-Bond-Kriminalfilm. Ey, wir müssen schnell zum Polizeirevier, ohne dass der Wagen berührt wird. Scheiße, wir müssen gleich irgendwo rechts, irgendwo rechts, irgendwo rechts. Wo lang rechts? Was mache ich denn jetzt hier? Jetzt scharfe Rechtskurve. Oma, weg mit der Tüte in Oma. Oh nein, der Wagen explodiert gleich. Schnell. War das richtig? Nein. Nein. Mann, kurz davor, aussteigen, aussteigen, aussteigen. Jetzt haben wir wieder keine Waffen und gar nichts. Das ist doch zu krass, Leute. Okay, Freunde, und jetzt zeige ich euch mal, wie die Mission bei jedem normalen Menschen, außer bei mir, abläuft. Guck mal jetzt, normalerweise läuft die Mission so ab. Man steigt aus, Polizei kommt, man packt sich das Auto. Nicht umbringen! Ah, nein, nein! Boah! Guck, und jetzt habe ich nur 1 Stern und kein Bulle juckt, dass ich den Polizeiauto geklaut habe. Und gerade, Alter, Alarm für Cobra 11, 3 Sterne Polizei. Ey, habt ihr
das wieder gesehen, Alter? Ich dachte, das ist vielleicht eine Abkürzung zu dem scheiß 8-Ball-Pinball-Laden, Alter. Ey, Mann, ich brauch jetzt ein Bullenauto. Hallo? Hallo? Ey, wen will der Polizist denn da verarschen in dem Auto? Ah, jetzt reagiert er auf einmal, ne? Haha! Kannst du mir die Eier lecken? Oh, war das knapp! Nein, weg, 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 weg! Hallo! Soll mich in Ruhe lassen, ey! So, jetzt ab zum Pinball-Laden! Warum wird der scheiß Ammunition-Shop nicht auf der Karte angezeigt? Aber guck mal, so wäre die Mission normalerweise abgelaufen. Wir könnten ins Polizeirevier rein spazieren, ohne alles, Alter. Und davor war einfach Alarm für Cobra 11. Ja, und wie komme ich da jetzt rein? Hä? Warte mal, das soll mal jemand checken, Digga. Mach mal auf hier. Ah, so läuft der Hase. Einfach mit dem Polizeiauto. Dann gehen die Schranken hoch immer. Boah, Junge, was sind denn für krasse Autos hier? Das ist nämlich gerade irgendwie an Fast and Furious. Drücke Kreis, um zum Zünden der Bombe, aber geh. Feuerentdeckung. Ja, wohin soll ich denn hingehen? Oh nein. Du stehst deiner... Was ist denn los jetzt? Ah, das ist ein Kollege, das ist ein Kollege, den wir rausholen. Prison Break. Prison Break. Gefängnisausbruch. Bruder, komm rein. Komm rein, Bruder. Wir müssen zu diesem Pay-and-Spray-Laden hin, Leute. Aber mit einem anderen Auto gleich. Fuck. Wir müssen gleich Fahrzeugwechsel machen. Und jetzt? Wir brauchen eigentlich ein anderes Fahrzeug, Leute. Das sollten wir eigentlich gleich wechseln. Boah, das ist keine gute Idee, wie wir gerade hier machen. Wir müssen zu dem Pay-and-Spray-Laden. Aber wir haben die dickste Karre, Alter. Niemand kann uns das Wasser gerade reichen, ey. Einfach dicke Prison-Break-Aktion gerade hier. Macht Platz. Macht Platz. Bam, Junge. Oh, oh, hallo, hallo. Ey, nein. Ey, Leute, zum Glück sieht ihr das alles, Alter. Ich schwör's, ich kann mich darüber nicht mehr aufregen, sonst kriege ich wieder Halsschmerzen. Ey, das ist... Ich kann es nicht in Worte fassen, Leute. Es geht nicht. Ganz ehrlich, Freunde, ich scheiße auch auf die Mission bei Karl. Auf die habe ich echt keinen Bock mehr. Ich mache jetzt noch eine letzte Mission bei diesem A. Letzter Versuch. Der Paparazzo. Unglaublich, Digga. Unglaublich, was hier heute wieder passiert, Alter. Jede Folge... Marie and I have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted voyeur. He's probably out in the bay as you read this. Steal a police boat and sink his career. Leute, Alter, die Monte... Oh nein, nicht eine Bootsfolge, Alter. Schaden? Was? Was soll ich denn tun, Fisch? Springe auf ein Boot? Ja, das weißt du, wenn man auf ein Boot springt. Wow. Warum kann ich denn nicht das Boot nehmen? Kann ich das Boot auch nehmen? Aber ich mache jetzt Trick 17, Leute. Ich fahre hier einfach rüber und springe auf das andere Boot drauf. Was hält ihr denn davon? Guck mal jetzt, Trick 17, Leute. Hadouken! Ah! Nein! Oh mein Gott! Ich lebe! Um die Bordkanone abzufeuern. Wow! Ich kann sogar schießen, der Wagen! Heilige Scheiße! Ja, und jetzt? Was soll ich machen? Ah, wir müssen den abballern! Was ist das denn für eine Mission? Ich gebe einfach Gas und baller auf den, Digga. Ist doch easy, oder? Nur ein bisschen schneller fahren. Warum ist das Boot denn so langsam? Wie weit kommen die Schüsse? Kriegt der Schaden? Oh, das nervt so, Alter. Immer wenn eine neue Insel kommt, muss der 10 Jahre laden. Komm, schieß, 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 schieß. Oh, der muss dann noch nachladen und alles. Warum treffe ich denn nicht, Mann? Warte. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Schieß, 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 schieß. Ey, was ist das denn für eine Scheißmission, Digga, Alter? Der kriegt doch gar keinen Schaden. Guck mal, der kriegt keinen Schaden. Achtet mal oben rechts. Der
kriegt er da was? Ich kann nicht auf beides achten. Ey, was eine Drecksmission, Leute. Ich schwör's euch. Ich könnte ausflippen, ne? Hallo? Ey, was ist das für eine scheiß Mission? Der Wagen fährt auch so langsam. Ey. Merkt ihr was, Leute? Merkt ihr was? Ich könnte ausflippen, ne? Was soll ich machen, Leute? Was soll ich machen? Sagt es mir. Der Wagen kriegt keinen Schaden. Das ist doch ein Bug. Da tut sich absolut nichts. Absolut nichts. Zielen kann man auch nicht, gar nichts. Oder ist das so vom Spiel gewollt? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, aber das macht für mich absolut keinen Sinn gerade hier. Alter, was eine Scheißmission, ne? Ey, wenn das echt ein Bug ist, ne? Ich mach gleich alles kreuz und klein, ne? Also diese Folge heute, die übertreibt es wieder komplett. Guck mal, wie nah ich bei dem bin. Ich treffe den. Jetzt kriegt er Schaden. Jetzt. Hier, du Hund, Alter. Was hältst du davon, hä? Hallo, hallo. Jetzt lädt das wieder hier und bringt mich durcheinander, Mann. Oha. Nein. Mann, Alter. Ich mache jetzt diese scheiß K-Mission, Leute. Ich habe jetzt schon mal vorher ein Brüllenauto besorgt. Und euch das nicht schon vorher gemacht? Und halte das genau hier an. So, jetzt starte ich die Mission und das Auto wird hier stehen. Alles ist easy, ey, ohne Witz. Wir müssen jetzt nur noch diese scheiß Verfolgungsjagd hinkriegen. Wir sehen uns gleich da wieder. So, Leute, da sind wir wieder. Komm her. Komm her, hallo. Komm her, was macht ihr da? Ah, das ist doch zu krass. Ey, ich glaub das nicht, ne? Ich glaub meinen eigenen Augen nicht, was ich hier gerade sehe, ne? Hallo! Das ist unglaublich, Leute. So. Okay, wir müssen jetzt zu dem Lackladen und brauchen aber ein anderes Auto. Wir sollten das am besten hier irgendwo wechseln. Aber hier ist kein anderes Auto in Sicht. Vorhin stand doch gerade eins noch hier, Alter. Wir müssen irgendwie das Auto wechseln, Leute. Aber die Frage ist nur, wie? Fuck, Alter, was machen wir denn jetzt? Das ist mein letzter Versuch heute, ohne Witz. So, da hinten haben wir ein Auto. Meinst du, wir können das nehmen oder eher nicht? Eigentlich schon, hier sind keine Polizisten. Wir könnten eigentlich schnell den Wagen jetzt wechseln. Komm, schnell. Komm, steig ein, Digga, steig mal ein. Sag nicht, die Oma macht jetzt Palaver hier. Die arme Oma. Alter, wie viel Gas die geben. Guck mal, die arme Oma mit ihren Tüten. Was ist das? Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt fall bloß nicht wieder ins Wasser rein, Digga. Fall nicht ins Wasser rein, wie gerade. Diese scheiß Lackiererei ist direkt hier rechts. Das schaffst du, komm, das schaffst du. Oh, was eine perfekte Kurve. Schnell, ist das die gleiche, wo wir gerade waren? Müsste, oder? Müsste. Das heißt, müsste jetzt hier rein. Komm, schnell. Hoch. Jawohl. Rechts und links rein. Jawolski. Boah, Alter. Mein Gott. Jetzt bring ihn zu den Yakuza Dojo. Ja, bis gleich. So, da sind wir angekommen, ey. Ich glaube es nicht. Meine Güte, Alter, ey. GG. Freunde, und damit sind wir am Ende von der nächsten GTA 3 Folge. Ich ziehe meine Kopfhörer aus. Meine Güte, ich könnte durchdrehen. Was hatten wir heute wieder für ein Pech gehabt? Ne? Seid mal ehrlich, Freunde. Seid mal ehrlich. Ja, jetzt müssen wir uns wieder natürlich einen Ort suchen, wo wir speichern. Dann, wir können nicht einfach wieder das Spiel ausmachen. Lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Übermorgen oder keine Ahnung, wann geht es weiter mit dem Spiel. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt machen werde, weil der Walking Dead ist ja jetzt zu Ende auf dem Kanal.
Und deshalb muss ich mal schauen, wie ich das machen werde, wie oft GTA kommen wird. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, jeden Tag oder jeden zweiten Tag, wie ihr das Spiel sehen wollt. Schreibt es mir in die Kommentare rein. Und damit verabschiede ich mich. Ich würde aber eher sagen, jeden zweiten Tag, weil die Folgen sind schon aufwendig auch zu schneiden. So, ich gebe mir natürlich extrem viel Mühe damit. Und jeden Tag wäre, glaube ich, ein bisschen hart, das Spiel zu bringen. Da versuche ich lieber dazwischen vielleicht Fortnite zu bringen oder andere coole Games. Mal Call of Duty, fragt den Rillepeter. Irgendwie sowas, Freunde. Und damit würde ich sagen, ich verabschiede mich. Wir haben hier unseren Speicherort gefunden. Tun unser Taxi hier speichern, damit wir gleich, beziehungsweise bei der nächsten Folge hier schön mit dem Taxi dahin fahren können. Und damit würde ich sagen, wir fahren in unser Apartment rein. Und ich verabschiede mich von dieser Folge, Leute. Macht's gut. Lasst einen Daumen nach oben da. Haut rein. Und ciao.